So, und damit herzlich willkommen hier zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. Megaprojekt natürlich wieder mit mir, den Toni, den Max, den Doktor, den Guten. Und das Hallo. War's. Grüßt euch, Leute. Ja, moin. Ich habe alle aufgezählt. Ja, Dennis ist leider nicht mehr da. Nee, der musste ins Bettchen. Ja, machen. Musste zur Therapie. Ist ja auch schon nach Sandmännchen und so. Ah, ja. Aber wir hatten ja am Ende der letzten Folge hatten wir ja etwas von wegen Motivation und so weiter, ne? Tino wollte ein ganz großes Kapitel anstreben. Ich habe ihn dann davon abgehalten, aber er darf es natürlich gerne fortsetzen. Ja, zu groß war das Kapitel gar nicht. Aber was ich mal sagen wollte, und zwar mit diesen Demotivationen, wenn man quasi nicht die Resonanz bekommt. Da habe ich bei dir gesehen, sagst du auf dem Kanal. Randy, bitte. Ja, bitte? Sie wünschen. Da habe ich bei dir auf dem Kanal, Randy, bitte, gesehen, ja. Dass... Sie wünschen. Du hast in deiner Abo-Box hast du Ossi-Perle. Mhm. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da auch schon immer mal reingeschaut. Also, für die muss es ein bisschen frustrierend sein, oder? Ja, Ossi-Perle, stell dir vor, die kommt sogar bei mir. Scheiße, das könnte man jetzt über der zweideutig ansehen. Ja, ist klar, die kommt bei dir. Ja, na, die kommt von mir. Also, die ist auch in meiner Umgebung, so rum. Ja. Weil wir mal zusammen gezockt haben, über die Woche hatte die auch gesagt, dass die aus dem Landkreis selber kommt, was mir selber neu war. Ja. Obwohl, bemerkt, habt ihr jetzt aber nicht. Ich weiß gar nicht, wie bin ich denn auf Ossi-Perle gekommen? Das muss noch ganz tief in der Urzeit gewesen sein. Ich glaube, im Let's Play Forum, also www.letsplayforum.de, ja. Sollte sich mal jeder vorbeischauen, der jetzt mal so neu mit Let's Plays oder allgemein mal so die Community ist eigentlich relativ geil dort. Wohl bemerkt auf relativ. Dort, wo habe ich mich im April dann beworben, wo ich den Kanal eröffnet habe und alles, beworben, registriert. Da ist mir die halt mal so irgendwie über den Weg gelatscht. Seitdem habe ich die halt in der Abo-Box drin. Ich guck ab und zu mal vorbei, aber mir ist halt so der. Ja, der Stil halt, die Projekte an sich nicht so. Ja, was ist denn da bei ihr? Was würde dich denn da demotivieren? Ja, weil sie hat. Ja, die ist schon. 350 Videos. Ja, also die ist schon seit länger dabei, aber die Abos steigen halt einfach nicht. 73 Abos. Ja, die steigen halt. Da kenne ich einige, die auch. Aber das ist bei unter 100 rumkrebsen. Ja, aber es ist an sich immer noch trotz all dem bewundernswert, dass man da nicht aufhört. Also ja, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt wieder von vorne anfangen würde, ich würde es nicht machen. Ich hätte da keinen Nerv dazu. Ja. Ich würde wahrscheinlich nicht wieder mit Let's Plays anfangen. Ich würde allgemein nicht mehr. Wer jetzt mit YouTube anfängt, der hat es noch schwerer als wie vor einem Jahr, noch schwerer wie die vor 2 Jahren. Ja. Weil jedes Jahr schwieriger. Ja, das wird jedes Jahr schwieriger, weil ja jedes Jahr neue 10-Jährige auf der Welt kommen und Minecraft erleben und denken, geil. Ja. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du so irgendwie Vlogs machst oder Tutorials machst oder auch meinetwegen irgendwelche Comedy-Kram machst, da könntest du vielleicht noch was machen, aber Let's Player, da musst du echt was richtig Gutes bringen. Ja, aber du musst dann definitiv brutal ankommen. Ja, obwohl das Vlog ist auch schon größtenteils ausgelutscht, weil was hast du größtenteils, was hast du noch groß an reinen Vloggern da? Gut, Miss Vlog, die hat jetzt mal vor 2-3 Monaten ihre 100.000 Abos geschafft, wobei jetzt bei Let's Play Poker mit dabei etc. Aber ansonsten, ja, Vlog... Fast LeFloid noch in die Ecke stellen. Ja, stimmt. LeFloid hat jetzt auch seine 1 Million zusammengekriegt. Das ist halt dieses News-Format. Das gibt's also. Ich kenne von dem News-Format, was jetzt die Großen angeht, ist halt LeFloid mit dabei. Und dementsprechend Mr. Trashback. Obwohl bei Mr. Trashback, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gegen den. Da ist, wie gesagt, alles relativ nice. Ist so recht interessant. Würde ich aber auch nie abonnieren, weil ich weiß, die Videos kommen so oder so. Mal so, mal so. Ja. Weißt du, da brauche ich ja nicht abonnieren, da gucke ich mal in der Woche oder nach 2 Wochen rein und denke, ach, da hat er mal wieder eins gemacht. Dann können wir es ja mal angucken. Aber bei Mr. Trashback ist es ja an sich eigentlich schon fast Kult, dass das Video nie pünktlich rauskommt. Aktuell macht er es zwar pünktlich, aber mal gucken, wie lange das hält. Aber ansonsten sind das ja eigentlich die ähnlichen 2 im News-Bereich, die ich jetzt kenne. Natürlich gibt es dann High Five oder sowas in der Richtung, aber das ist ja dann halt mehr dieses Lifestyle-Gedöns und allen mit dazu. Aber an sich war die Umsetzung, die der Fabian da hatte, der Siegesmund an sich, auch nicht verkehrt gewesen. War halt was Neues. Genauso wie GameTube.
was hier von GameStar der Let's Play-Kanal ist. Hätten wir da nicht so eine Grundbasis gehabt, wären die auch nicht so explodiert, wie sie jetzt sind. Ich glaube, die haben ja auch schon fast 200.000 Abos oder so. Naja, sind sie schon drüber. Ah, das sind sie schon drüber, ja. Weil sie sich aber auch dann immer durch das GameStar-Netzwerk immer entsprechend pushen lassen und sie sind halt die Redakteure dort, beziehungsweise die Mitarbeiter. Und auch dementsprechend schon eine gewisse Bekanntheit da ist. Also wenn du wirklich als absoluter Nobody anfängst, hartes Brot, Leute. Ja, ohne Push auf jeden Fall, ja. Naja, wie gesagt, das Vlog, ich denke mal, ist genauso, allgemeine Vlogs sind genauso übersättigt wie Let's Plays, weil das brauchst du für einen Vlog. Eine Kamera und lasse eine 10 Euro von Hammer sein, die aussieht wie was weiß ich. Hm. Ein beschissenes Mikrofon, was sich anhört wie eine Blechdose von 1897. Ja, und dann hallo. Ich bin, was weiß ich, der Murat, bin 12 Jahre alt und mache jetzt mein Vlog, weißt du? Ja. Ja. Das kommt halt viel Scheiße bei raus. Mit es kommt halt viel Scheiße, das überschwemmt halt dementsprechend alles. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert, wenn die Xbox 4 rauskommt, die ja auch diese ganzen Funktionen schon eingebaut hat. Xbox One, bitteschön. Xbox One, sorry. Die diese ganzen Funktionen schon eingebaut hat, um das später hoch und direkt hochzuladen alles. Ich glaube, dann wird die Zahl der Let's Player quasi fast explodieren und der Blogger, die jetzt da sagen, ach, ist das Let's Play machen so einfach, dann mache ich jetzt auch Let's Plays. Also ich glaube, das könnte dann auch den Markt noch mehr überschwemmen, wie jetzt schon ist. Ja, aber man kann ja nicht erwarten, also die Funktionen, die damit eingebaut sind, das ersetzt ja trotz all dem kein Aufnahme-Let's Play-Equipment, was wir hier dementsprechend haben. Ja, aber trotzdem, es gibt ja trotzdem noch mehr. Auch die ganze. Es wird auf jeden Fall mit Videos mehr überschwemmt werden, ja. Natürlich. Ja, na klar, gerade was jetzt hier, na gut, PlayStation 4 bietet das ja auch mit diesen, ein Share-Button, somit können sie sofort auf Facebook zugreifen, dass die Sucht jetzt noch mehr gesuchtet werden. Ja, Alter, das ist sowas von bescheuert, das muss ich denn, na gut, ich meine wenn ich mal gerade auf COD rumreiten darf, ne, jetzt nicht falsch verstehen, liebe Zuschauer, ihr wisst, ich finde COD auch scheiße, spielt's trotzdem. Das sind dann diese ganzen Kiddies, die dann in COD hier ihren 360-Scheiß No-Scope machen und dann können sie direkt über den Share-Button können sie direkt auf Facebook auf YouTube stellen, hier, gerade mal hier, 360 No-Scope, hab ich den voll weggeplättet, diesen Affen. Ja. Weißt du? Und für solche Leute ist das ein Paradies, weißt du? Die dann, was weiß ich, 10. eine 8., 7. Klasse sind und dann sagen, ey, guck mal hier, ich hab einen 360 gemacht. Also, das kotzt mich jetzt schon an. Mhm. Ja gut, das ist allgemein das, was mich an Call of Duty im Allgemeinen ankotzt. Der Multiplayer könnte so schön sein, wenn es diese Deppen von Snipern nicht gäbe. Ja. Mit ihren 360. Was ist denn daran spaßig, sich 180 Mal im Kreis zu drehen und dann mal zu schießen? Das sind doch einfach nur Spackos, ohne Scheiß mal. Was spielen so viele Kinder Call of Duty? Das verstehe ich auch nicht. Sollen sie lieber Battlefield spielen? Da können sie mal ihre 50 Euro für was Ordentliches investieren. Das haben wir aber das ist mir das Coole. Das ist bei jedem Battlefield bis jetzt gewesen. Ich war jetzt bei einigen Releases dabei. Ab Bad Company, glaube ich, habe ich jedes Battlefield seit dem Release gespielt. Am Anfang ist die Community Wahnsinn. Du bist auf einem anderen Server, du brauchst keinen Chat, keinen Voice-Chat, gar nichts. Du kannst dich wirklich blind verständigen, alles funktioniert reibungslos, geiles Teamplay. Und ein Jahr und dann kommt eben, und dann vielleicht ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später, wenn Call of Duty langweilig wird, auf einmal hast du nur mal Spacken drauf, die irgendwas machen, die Leute ärgern, irgendeine Scheiße drehen, sich überhaupt nicht um das Teamplay kümmern, Hauptsache sie haben jetzt hier Spaß und machen es. Blödsinn. Und es gibt schon Theorien darüber, die sagen, ja, das ist dann, wenn der Call of Duty-Spieler langweilig ist, dann kommen sie nämlich auf die Battlefield-Server, weil der Battlefield-Spieler, der ist teamorientiert, der will, dass sein Team gewinnt, der spielt mit dem Team zusammen. Der Call of Duty-Spieler kennt sich nur sich selber, weil das sind seine Teamkollegen, sind Konkurrenten für ihn. Und so spielen sie dann auch. Ja. Darum kommt da kein Teamplay mehr zusammen. Ja, ich meine, gut, wo es dann mit Battlefield 3 so ein bisschen nervig war, das ist dann ja, wo sie eigentlich gesehen haben, dass Modern Warfare 3 das schlechteste COD aller Zeiten war. Da sind sie dann ja auch alle zu Battlefield rüber gerannt. Da hast du ja dann gesehen, die Team Deathmatch Server, die sind dann ja auch überflutet gewesen, wie nicht. Ja. Aber gut, wer bei Battlefield freiwillig TDM spielt, kann mal so eine Runde lustig sein, aber da gab es ja wirklich, die haben ja nur TDM gespielt. Ja, aber das sind Runde oder auch mal zwei ist es lustig, aber mehr auch nicht. Ja, ne, aber das sind ja wirklich die Spacken, wie sie hier, ja, ich hab eine Arschgeile, oder die wurde dann im Chat liest. Das finde ich ja sowieso immer geil beim Shootern. Wer Zeit hat, im Chat was zu schreiben, der spielt auch nicht. Also, weil normalerweise hast du da keine Zeit dafür. Da schreien mir, Alter, halt mal dein Maul, ich hab eine 5-0er-KT. Ja, da kannst du einen Call of Duty damit angeben. Selbst da ist eine 5-0er-KT, interessiert mich doch ein Scheiß. Also, bei Battlefield interessiert es noch einen Scheiß. Da kommt es auf Punkte an, nicht auf KT. Meine Fresse. Bin voll mit dem Drescher. Ja. Ich komm abtanken. Oh,
sorry. Das ist halt kein immer, Problem. Das ist halt immer das, naja, was wir vorher. Aber im Endeffekt, ja, das unterscheidet halt Call of Duty und Battlefield. Bei Call of Duty geht es halt um einen Einzelnen. Da geht es halt um Reaktion und um Geschwindigkeit. Und Battlefield ist halt teambasiert. Was halt, bei Call of Duty müsst ihr nicht im Team spielen. Hm. Also nicht zwangsläufig. Natürlich, wenn du da irgendwelche Hardcore-Clans hast, etc., die quatschen da hoch, wie sie alle zerficken und was weiß ich. Aber im Endeffekt, ja, du siehst ja bei Call of Duty, die Maps werden ja von Jahr zu Jahr kleiner. Ah, ja. Und verwinkelt. Ja, Hauptsache schnelle, kurze Action. Ja, und dann, wie gesagt, dann sollen sie doch wenigstens die scheiß Sniper rauslassen. Was brauchst du denn bei Call of Duty einen Sniper, um da von den Map, von den anderen Map der Ende aufs andere zu zielen, oder was? Warte, lass mal auslernen. Hm. Du kannst einfach an der Seite hochfahren und ich fahr dran. Mhm. Ja, ich bin ja mal gespannt, was sie jetzt aus Call of Duty Dogs machen. Es gibt jetzt schon einen lustigen Trailer von Battlefield, so einen Singleplayer-Trailer. Ja, ja, wo die den Hund aufs Maul hauen, ne? Ja, so ein Call of Duty-Hundverschnitt aufs Maul gibt. Ja, ja. Das hat ja schon ganz schnell Wellen geschlagen. Finde ich aber lustig, die Idee, dass sie jetzt auch wirklich mal solche Werbespots gegeneinander machen, weil das war sonst immer so, ja, es ist Konkurrenz, aber es sind Freunde und wir machen da nichts. Und jetzt auf einmal volle Pulle. Kampfansage. Ja, GameStar hat ja schon so eine Preview geschrieben etc. Und da hieß es ja auch schon, Call of Duty behält sein altbewährtes. Und wenn ich das schon lese, dann ist es eigentlich, steht es ja eigentlich schon zu 99% fest, dass es das gleiche ist wie immer. Und weil ja auch wie Battlefield rauskam, gab es ja auch den Aufschrei, weil irgendwie Battlefield nur einen Wertungspunkt mehr hat als Call of Duty, wo alle schon gesagt hat, ja, die GameStar ist gekauft, weil das ist ja immer noch das gleiche und keiner tut irgendwie was und die sagen immer noch, es ist gut, aber es ist ja der gleiche Scheiß wie vorher. Es hat es wirklich gegeben und irgendwie auf einmal und jetzt ist eben das, die gleiche Situation wieder, es kommt wieder ein Call of Duty und ein Battlefield ziemlich gleichzeitig aus und auf einmal sagt GameStar, ja, es ist das gleiche wie immer, langweilig. Ja gut, bei GameStar, man muss es so wirklich nicht verstehen, die haben ja wirklich Call of Duty immer in den Himmel gelobt, davon abgesehen, also die hatten ja immer 80er Wertung drin. Keine Ahnung, nach welchen Prinzipien die das ausfüllen und ob die da von Activision oder was weiß ich, ist mir relativ scheißegal, aber Call of Duty, ja, es ist ein Erfolg an sich, ja, die Story ist so astrein inszeniert, das kann keiner was sagen. Aber das ist halt alles veraltet, weißt du, die machen Milliarden Umsätze damit und lassen das Spiel, ich meine gut, es läuft halt, es ist eine Gelddruckmaschine, was sollte man dran ändern, so muss man es ja immer sehen. Trotzdem, ich bin gut, ja mal gespannt, wie gesagt, was sie jetzt daraus machen. Ich habe ja auch schon mal über ein Video von in der Woche jetzt gesagt, mich würde es ja wirklich mal richtig freuen, wenn Activision jetzt an den Call of Duty auch nichts verändert, dass die ganzen COD-Spieler mal merken oder mal richtig eben so in Schlag in die Fresse kriegen und mal sehen, die ändern nichts dran. Activision ist das scheißegal, das bleibt so wie es ist und so weiter und so fort. Dass die Call of Duty genauso beschissen auf den Next-Gen-Konsolen aussieht, wie auf der aktuellen Generation. Weil dann könnten sie es ja mal Ehrlichkeiten beweisen, mit ihren Call of Duty nie was ändern werden und es einfach nur ums Geld geht. Das würde mich mal auch freuen. Aber ich denke mal, so viel Ehrlichkeit ist da nicht mit dabei. Würde mich wundern. Was ich jetzt auch noch zur GameStar sagen möchte, zu der Bewertung. Ich habe das auch schon mal eben ein paar GameStar-Redakteure gefragt, weil das eben damals so krass aufgefallen ist. Und die Antwort war einfach ganz klar, ja, es spielt jeder das, was er mag. Heißt, ein Call of Duty wird natürlich von jemandem getestet, der Call of Duty über alles liebt und deshalb nichts Schlechtes drüber sagt. Genauso wird ein Battlefield von jemandem getestet, der Battlefield mag, darum wird darüber nichts Schlechtes gesagt. Und es ist halt sicher eine eher positivere Bewertung, aber da kommt halt solche Sachen heraus, dass es vielleicht dann teilweise nicht ganz sachlich wirkt. Ja. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass sie nicht bestochen sind, aber halt, ich kann mir noch erinnern, wie damals dieser Aufschrei war und diese Empörung. Ah. Ja, was halt mir halt aktuell aufgefallen ist, war der Test zu GTA 5 und da wurde es halt auch irgendwie, weiß ich, was war es, 93, 94er Wertung oder sowas? Ja, ja. Ich weiß es nicht. Und wurde aber ganz klar gesagt, es ruckelt und überhaupt Grafik läuft nicht so und überhaupt. Eigentlich eine Grundvoraussetzung für ein Spiel, dass das ohne Ruckeln läuft. Klar, okay, die aktuelle ist halt momentan auf der aktuellen Konsole erst rausgekommen. Also auf der PlayStation 3 und auf der Xbox 360. Und klar, diese Konsolen sind damit mit dem Spiel total am Limit. Ja, aber dann kann ich doch nicht so eine Wertung dafür geben. Da muss es doch definitiv nur höchstens eine 80er Wertung für geben. Was mich auch genervt hat, sie haben Rome 2 abgewertet im Nachhinein, weil sie dann gesagt haben, ja, es hat ja jetzt doch nicht so viele neue Werte wie eigentlich gedacht. Aber ich dachte eigentlich, okay, es hat aber alles gleich, was auch Rome 1 hatte. Hast du noch was im Tank? Nein, aber ich tue noch das da drüben schon aufheben, was ich vergessen habe. Ich muss aktuell mal kurz hier den Helfer für das letzte Meter nehmen. Weil der Tank ist leer.
Wenn Rome 2 braucht unwahrscheinlich viel Hardware, das habe ich jetzt gemerkt, weil ich jetzt eine neue CPU habe und jetzt läuft das Ding plötzlich ruckelfrei. Aber trotzdem finde ich es ein absolut geiles Game und geil gemacht, auch vom Gameplay her. Und ich finde die Abwertung jetzt auch nicht gerechtfertigt, aber ist ja egal, ich sag, das ist ja eigentlich von jedem selber die Meinung. Ja, klar. Jeder hat sie selber. Und ich denke mal so, diese ganzen Spieletests sind sowieso irgendwie immer, man sollte von diesem Wertungssystem, finde ich, sowieso weggehen. Was ich da nämlich ganz gut finde, sind wirklich diese Bewertungsgeschichten, die Giga macht. Dass sie halt wirklich ihren subjektiven Eindruck sagen, okay, das Spiel gefällt mir, was weiß ich, wäre für die und die Zielgruppe, ist das interessant, und aber nicht irgendwie mit Fett hier so versuchen, Objektivität und sowas da reinzukriegen, so was weiß ich, wir geben jetzt dafür so und so viele Punkte und dann noch irgendwie einen Bewertungsschlüssel hinten reinschreiben und so, scheiße, ey, komm, interessiert doch eh keine Sau. Wenn der Redakteur, der das testet, wenn dem das gefällt, dann gefällt es ihm halt und dann schreibt er das so rein. Und wenn ihr ähnliche Spiele gefallen wie diesem Redakteur, dann weiß ich doch, okay, dann gucke ich mir das mal näher an. Ja. Ja. Also Simulatoren kommen ja bei den Tests zum Beispiel auch immer generell eigentlich schlecht weg. Ja, klar. Obwohl, man muss allerdings sagen, es gibt auch einen Haufen Crap bei den Simulatoren und ja, dass sie dadurch einen unheimlich schlechten Ruf haben, ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ich kannte mal einen Kanal, der hat auch Landwirtschaftssimulator 2013, das schlechteste Spiel des Jahres, ein Video rausgebracht. Ja. Das Video hat keine 3 Minuten überlebt. Dann musste der das schon rausnehmen. Das hatte, glaube ich, kein Like und 3-stellige Dislikes. Er ist ja, zu flink, klar, für mich, verdammt. Vor allen Dingen, der hat gesagt, man kann nur alleine spielen und war dabei mit einem Maus auf dem Multiplayer-Symbol. Ah ja, klasse. Super. Hat sich gut ja toll damit auseinandergesetzt. Feld 5 und Feld 6 müssen noch gedroschen werden, ne? Achso, okay, weiterhin. Ja. Darf immer wir andere dreschen. Ja, wie gesagt, das stimmt schon, die Simulatoren haben so an sich halt einen schlechten Ruf, weil größtenteils damals sagen, halt viel, viel Scheiße rausgekommen ist. Das kann man ja sagen, dieser Base-Jump und dieses ganze andere Gedöns, wo was weiß ich, wo da ein Budget, was weiß ich, von 2.000, 3.000 Euro drin steckt, so sieht das dann dementsprechend danach aus. Es ist schon klar, aber wie gesagt, das hat man sich halt selber zuzuschreiben. Aber es gibt halt so Simulatoren, sei es jetzt, das wurde immer die Gamester, die Gamester-User, die sind da halt immer so, die halt nur von Simulatoren das Spiel. Das hat man halt damals so bei Frenkel gesehen. Richtig, als er den Schwebelwahnsinn hat. Ja, richtig. Oder, ja. Gut, hängt im Endeffekt natürlich schon mit seiner Vergangenheit wegen PC Action und alles zusammen. Ja. Und so weiter und so fort, aber so im Allgemeinen. Aber selbst die sagen dementsprechend auch, dass Euro Truck Simulator und Landwirtschaftssimulator etc., das sind ja Simulatoren, die auch funktionieren. Aber richtig, man muss es halt dementsprechend auch mal so sehen: im Euro Truck und im Landwirtschaftssimulator, da steckt ein riesen Budget drin. Und das ist natürlich, wird U1A vermarktet, wenn es nur noch von Astracon vermarktet wird. Astracon und Runde Media sind ja sowieso eine Firma, eine Gesellschaft. Und Astracon, die kalkulieren halt ohne Risiko. Und im Endeffekt. Landwirtschaftssimulator wird nicht mehr von Astracon gemacht, das ist mittlerweile nur noch Giants, die haben sich da freigekauft. Ja. Deshalb hatten die auch kein Geld, die dedizierten Server zu finanzieren und mussten die Spendenaktion machen. Ja. Aber normal, auf der Verpackung stand da doch noch Astracon drauf, oder nicht? Auf den Cover stand das noch drauf, aber kurz nachdem die das Spiel rausgebracht haben, haben die dann übernommen, haben sich dafür mal nicht verschuldet und deshalb konnten die dedizierten Server nicht rausbringen und haben dann die Spendenaktion damals gemacht, dass man als Hauptspender durfte man ja auch irgendwie da mitentwickeln oder irgendwie bei den Team-Meetings mit dabei sein und alles. Dann muss ich ja auch mal meine Videobeschreibung ändern, da steht nämlich immer noch Publisher Astracon drin. Ja, ist ja jetzt im Endeffekt nicht so tragisch. Ich meine, man kann ja gegen Astracon eine Runde Media an sich nicht sagen. Sind halt im Endeffekt nur Publisher, die halt das Budget etc. vorgeben. Klar sind es im Endeffekt, so wie ich es jetzt aus Dings mal ein bisschen mehr gehört habe, durch Entwicklererfahrung. Klar sind das Leute, die da knallhart kalkulieren etc. Sind halt Geschäftsleute, das ist klar. Ja. Gut, dass nur auf jedem Spiel unbedingt Simulator draufstehen muss, das ist heutzutage auch nicht mehr allzu gut. Ja. Weil selbst Battlefield, der Konfliktsimulator, das wertet das alles so ein bisschen ab, weißt du, so in der Richtung. Konflikt. Messer im Rückensimulator. Ja, das war ja auch mal so, dass überall Tycoon drauf gestanden ist. Da gab es dann das war ja den Pizza-Tycoon, den Pommes-Tycoon. Den Rotlicht-Tycoon. Ja, genau, nach den Rollercoaster-Tycoon-Spielen, weil die so erfolgreich waren. Das ist, denke ich mal, ja. Und jetzt gibt es eben Simulatorspiele, die gut sind, jetzt schreibt man über Simulator drauf.
Kino falsch rum. Hä? Aber naja, wir sind ja im Endeffekt eh für den Part wieder fertig. Weil ich bloß gerade was sagen will. Ja, nee, aber wir haben schon, wir sind schon bei fast 20 Uhr. Ü20 durften wir schon sein. Ui. Ja, deswegen ja, sind wir erstmal in dem Sinne fertig. Wir sehen uns an dem im nächsten Part wieder. Das wird dann am also an sich im nächsten Tag. Wir nehmen dann am Sonntag erst wieder auf und ja, bis dann, haut rein. Jo, tschüssi, tschüss. Tschüss.